Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, wir machen heute mal wieder einen kleinen Test. Und zwar, schaffst du es, diese Kinderfilme zu erraten? Hallo Leute! Hi! In diesem Video geht es darum, Kinderfilme zu erraten. Ich werde dir 20 verschiedene Bilder mit Emojis zeigen. Okay. Und du musst aufgrund der Emoji-Kombination erkennen, um welchen Kinderfilm es sich handelt. Okay, ziemlich selbsterklärend. Wir kriegen ein paar Emojis, müssen sagen, welcher Film das ist. Ihr könnt ja selber auch mal in den Kommentaren mitraten und... Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendjemand mal macht. Nummer 1. Um welchen Film handelt es sich? Kung Fu Panda. Geht um Pandas, Boxen und eine... Was soll das eigentlich darstellen? Das ist ja nicht... Ist das eine Explosion? Ja. Es ist der Animationsfilm Kung Fu Panda. Dumm. With me, mate. Schnauze. Nummer 2. Wie sieht's mit diesem Film aus? Ice Age? Eis? Eichhörnchen, eine Nuss und ein Tiger. War das bei Ice Age ein Tiger? War das nicht so ein wie hieß die Teile? Mammut oder so? Hast du eine Idee? Ja. Das ist der Animationsfilm Ice Age. Das ist ein bisschen zu easy. Ich bin auch ganz ehrlich, immer als ich diese Tests gemacht habe, habe ich zu Beginn gesagt, es war zu easy und dann habe ich am Ende richtig reingeschissen. Also wir machen direkt weiter. Nummer 3. Was ist das für ein Film? Mowgli? Oder es ist ja offensichtlich irgendwie ein Indianer, der getauscht wird mit einem Bären. Also entweder ist es Mowgli oder Bärenfreunde. Bärenbrüder. Bist du drauf gekommen? Es ist der Zeichentrickfilm Bärenbrüder. Ich sag's euch, ich habe so viel verdammte Filme früher geguckt, Alter. Mich kann niemand hops nehmen. Ich werde mit Ansage alles richtig haben. Ich glaube nicht. Nummer 4. Erkennst du auch diesen Film? Oben. Oder? Vielleicht hätten die da noch einen Luftballon mit zugepackt. Aber es gibt ein kleines Kind, es gibt einen Hund und es gibt ein Haus. Aber bei oben, bei oben hätten die safe noch einen Luftballon und einen alten Rentner mit dazugepackt. Boah, ich nehme trotzdem oben. Es ist der Animationsfilm The Boss Baby. Ich habe vorhin noch gesagt, mit Ansage alles richtig und jetzt schon reingeschissen. Nummer 5. Welcher Film wird gesucht? Lilo und Stitch zu 2 Milliarden % wegen dem Mädel, Lilo, wegen dem Alien, Stitch, diesen Blumen von wegen Hawaii und surfen, weil die oft im Internet surfen. Kann es sein, dass du dumm bist? Es ist der Zeichentrickfilm Lilo und Stitch. Ich bin schon... Ich weiß nicht, ob ich gut bin oder nicht. Nummer 6. Was ist das für ein Film? Was? Es geht um verschiedene Farben und Gemütszustände. Ey, ich habe absolut gar keinen Plan. Hast du es gewusst? Das ist der Animationsfilm Alles steht Kopf. Kenn ich nicht. Was ist denn Alles steht Kopf? Worum geht's da? Schreibt's mir mal bitte unten in die Kommentare. Bin ich jetzt komplett lost? Nummer 7. Welcher Film ist hier gesucht? Die Katze im Hut. Nee. Der Katzenmagier, glaube ich. Es ist der Zeichentrickfilm Alice im Wunderland. Entschuldigung. Nummer 8. Welcher Film ist es diesmal? Charlie und die Schokoladenfabrik. Charlie, Fabrik, Schokolade und der Hut von diesem Mr. Wonka Bonka oder wie der Typ da heißt. Alter, ich hatte immer Angst vor dem. Es ist die Buchverfilmung Charlie und die Schokoladenfabrik. Oh, es gibt ein Buch dazu? Wild, werde ich mir niemals durchlesen. Nummer 9. Welcher? König der Löwen. Bester Film aller Zeiten. Alle Teile geguckt. König der Löwen 1, 2 und Hakuna Matata. Hakuna Matata, eh mein Lebensmotto. Ich glaube, das tätowiere ich mir mal so fett auf die Stirn oder irgendwie auf meinen Arsch oder so. Beste Idee, Bro. Bist du drauf gekommen? Es ist natürlich der Zeichentrickfilm König der Löwen. So. Ne? Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Nummer 10. Erkennst du auch diesen Film? Kaufhauskopf. Nee, das ist, der Schokoladenexpress. Nee. Der Weihnachtszug. Der Weihnachtsex. Der Winter... Der Weihnachtsex. Boah, irgendwie sowas auf jeden Fall. Es ist der Animationsfilm Polarexpress. Schokoladenexpress, ich Idiot. Ja, ich meinte der Polarexpress. Auch ein sehr, sehr geiler Film. Habe ich letztes Jahr Weihnachten mit meiner Family zusammengeguckt. Nummer 11. Um welchen Film handelt es sich? Die Schneekönigin. Nee, die Eisprinzessin. Frozen. Wie heißt dieses Ding? Ice-Age-Könige-Mädel. Oder die Eisprinzessin, die Eiskönigin, die Schneekönigin. Irgendwie eins von diesen Sachen auf jeden Fall. Hast du es erraten? Ja, ist also... Ist der Animationsfilm die Eiskönigin? Eiskönigin. Das sind aber auch tendenziell eher Mädelsfilme hier gerade. Ich brauche mal so ein bisschen so wilde Kerle oder sowas. Nummer 12. Wie sieht's mit diesem Film aus? Der kleine König, wie heißt er?
Der kleine König Nimmersatt oder irgendwie so? Es ist der Animationsfilm Der kleine Prinz. Der kleine König, der kleine Prinz, keine Ahnung, Hauptsache Nimmersatt. Nummer 13. Erkennst du auch diesen Film? Aschenputtel. Barbie? Rapunzel? Nee. Die ihren Sneaker da auf der Treppe verloren hat. Und dann um 12 Uhr kam dann dieser Typ an und meinte, oh, dein Air Force ist hier. Und dann furzt er da rum, das ist auch Aschenputtel oder nicht? Also ja, es ist Aschenputtel, aber die muss um 12 Uhr weg? Oder was war da nochmal mit Aschenputtel? Schreibt's mir bitte auch gerne unten rein. Ich habe keine Ahnung mehr. Hast du eine Idee? Ja, Aschenputtel. Das ist das berühmte Märchen Cinderella. Was war denn nochmal? Oder hieß das Mädel Aschenputtel in dem Film? Hä? Nummer 14. Erkennst du auch diesen Film? Was? Viermal eine Wade, die ein Schloss trägt und irgendeine dunkelhaarige, die mit einer Oma. Genau. Das wandernde Königreich der alten und jungen Damen. Zum Glück habe ich nie bei Disney oder so gearbeitet. Bist du drauf gekommen? Nee. Das ist der Anime-Film, das wandelnde Schloss. Kenne ich nicht. Oh, doch, kenne ich doch das mit diesen, boah, was ist denn das nochmal? Mit dieser Schildkröte? Nummer 15. Was ist das für ein Film? Das ist oben, 2000%. Wir haben Haus, Luftballon und den alten Knacker. Das ist leider genau das, was ich zu Beginn falsch erraten habe. Hast du es erraten? Oben. Es ist der Animationsfilm oben. So. Haben wir's. Nummer 16. Wie sieht's mit diesem Film aus? High School Musical. Wir haben Zac Efron, wir haben Vanessa Hudgens. Hieß sie so? Dann natürlich hier klar wegen Highschool-Rucksack und eine Schule. Und dann, weil die ganze Zeit rumsingen. Beste Szene, wo die da aus dem Vorhang so... Ich hab's geguckt. Aber erst vor 2 Wochen. Dieses ganze Highschool-Musical-Ding ist irgendwie an mir vorbeigelaufen, aber Shady hat mich dann, also ein Kumpel hat mich dann gezwungen, das zu gucken. Hast du's gewusst? Es ist Highschool-Musical. So, und jetzt kommen wir zum letzten, meine lieben Freunde. Nummer 17. Kennst du auch diesen Film? Ratatouille. Lustigerweise habe ich noch nie Ratatouille gegessen. Das brauchen wir uns aber eigentlich auch nicht angucken, weil das safe Ratatouille ist. Aber trotzdem, hier zur Auflösung, meine lieben Freunde. Es ist der Animationsfilm Ratatouille. Ratatouille, meine lieben Freunde. An der Stelle würde ich allerdings das Video beenden. Nummer 18. Welcher Film ist es diesmal? Das hier könnt ihr jetzt gerne mal unten in den Kommentaren erraten. Ich bin ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Plan, worum es hier gehen könnte. Doch, habe ich. Oh, okay, doch. Doch, wüsste ich sogar doch. Allerdings könnt ihr mir das mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr hier für einen Film erraten würdet. Wenn euch das Video allerdings gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke. Und ansonsten befinden wir uns jetzt auch in der Endcard. Und jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder euch noch ein anderes Video angucken. Soll ja ein paar Leute geben, die meinen Kanal hier noch nicht abonniert haben. Deswegen, better be fast, ladies and gentlemen. Wir husteln hier jetzt auch mal richtig raus.